Gratulation an Bochum. Die Mannschaft hat einen Trainer ein schönes Geburtstagsgeschenk gemacht. Ja, ich denke, dass wir in diesem Spiel sehr stabil waren, sehr kompakt. Das wollten wir auch. Hat auch erste Halbzeit richtig gut geklappt, auch am Anfang der zweiten Halbzeit. Bloß das Problem war, dass wir sehr viele Bälle erkämpft haben, aber leider sie auch genauso schnell wieder hergegeben haben. Und so, wie sie dann in so einem Spiel sind und wir auch im Moment, da kommt natürlich auch gefürchteter Schuss, der zwei, drei Meter am Tor vorbeigegangen wäre. Leider steht der Meise ein bisschen verkehrt. Dadurch geht dann das Ding ins Tor rein. Und dann, glaube ich, haben wir ein bisschen die Köpfe hängen lassen. Das zweite Tor kam zu schnell, um zu reagieren, um nochmal was zu machen. Damit, ja, wie gesagt, Gratulation am Bochum. Und wir müssen schauen, dass wir jetzt ganz schnell wieder die Köpfe hochkriegen und auf Schalke uns vorbereiten. Danke. Mein Wunsch ist nach Rechten, dass wir immer drei Punkte haben. Ich muss sagen, das Sieger sehr schön. Aber nicht nur das, auf die Art und Weise, wie wir gespielt haben, macht Spaß, gibt mir Freude. Man sieht auch, dass die Mannschaft das verinnerlicht haben. Wir sind stabiler geworden. Wir reden jetzt nur noch über zwei Ligaspielen, also keine Euphorie. Aber man kann sehen, dass wir mehr Disziplin haben, obwohl wir am Anfang eine Mühe hätten, um Pressen zu spielen, wie wir gerne wollten. Weil die haben noch eine andere Taktik gehabt, der Gegner. Danach, nach 10, 15 Minuten, habe ich Janik mit mir nach vorne geschickt, ziemlich schnell im Zentrum. Und Udo gesagt, gebe ich die 17 mit, den linken Außenverteidiger. Dann hast du besser gestanden, dann steht man auch besser. Ja, und wenn man dem Schick besser steht, dann steht man auch besser, wenn man den Ball erobert. Wir haben viele Ball erobert, sehr schnell auch. Und das Spiel ist sehr gut verlagert. Das 0-0. Ein paar Schade, muss man nicht gut haben, einige Situationen. Das hatten wir nicht. Das hatten wir in zweiter Halbzeit, ja, mit der Schüsse von Timon, muss man ehrlich sagen. Aber dann noch, wenn man der Gegner so viel laufen lässt, wenn man die Frage sieht, wie uns von links nach rechts, wie offensiv wir gespielt haben, wie Höhe wir gestanden haben, ja, und doch sehr oft das zweite Ball gehabt hat, dann kann man so ein Tor nicht ausbleiben. Dann freut es mich, dass die Mannschaft auch nach das 1-0 und harte Arbeit noch immer so, wie heißt das, sich auszeichnen. Ja, dass sie dann so gerne das zweite und dritte Tor machen wollen. Ja, die bleiben nach vorne spielen, die bleiben in höchster Aufwendung auf der Bühne bewegen. Und das macht Spaß, um die Mannschaft so zu sehen. Wir sind auf dem guten Weg, wir sind noch nicht da, das ist deutlich. Ja, da werden noch schwierige Spiele kommen. Man sieht auch, es ist schwierig, wenn der Gegner sehr gut steht, defensiv und kleine Raum macht. Ja, dass es nicht so viele Chancen gibt. Aber ja, wenn man sieht, wie wenig Chancen wir eigentlich haben, eigentlich keine Chancen mehr gegeben. Ich glaube, die haben zwei, dreimal am Tor geschossen. Dann kann man nur sagen, dass es ein sehr gutes Spiel war. Ich muss die Jungs ein Kompliment machen für das Gezeigte. Ja, für so viele Leute. Super gemacht. Wir haben es bis zum 1-0 richtig, richtig gut gemacht. Wir haben defensiv gut gestanden, so wie wir uns vorgenommen haben. Wir haben auf den erwartet starken Gegner hier zu Hause in Bochum aufgetroffen. Und ja, wir haben es uns so vorgenommen, dass wir uns defensiv stabilisieren wollen. Im Gegensatz zum letzten Spiel nicht direkt vorne attackieren wollen, sondern einfach mal aus der Defensive raus Konter zu starten. Mit den Kontern hat es nicht ganz so gut funktioniert in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten nicht, weil wir dann vielleicht ein bisschen zu viel mit der Defensive auch beschäftigt waren. Ja, hinten raus natürlich das 1-0 war richtig bitter. Wenn wir das vielleicht noch ein bisschen länger die Null halten, ist vielleicht mehr drin. Und so haben wir den dann ein bisschen in die Karten gespielt und hinten raus, ja gut, auch verdienter Sieg für Bochum. Ich denke, dass wir heute, dass es bitter war, dass wir durch einen abgefälschten Ball 0-1 in Rückstand geraten. Bis zu dem Zeitpunkt haben wir defensiv gut gestanden, ein etwas anderes System gespielt als sonst, aber von hinten fand ich, sah es ganz gut aus. Ich denke schon, dass die sich auch richtig schwer getan haben. Also in der ersten Halbzeit auch, wir haben zwei, drei Chancen zugelassen, ist klar, weil da waren die einfach auch individuell zu stark und haben mit riesen Druck gespielt und so, aber wir haben dagegen gehalten. Wir haben uns in jeden Zweikampf reingeschmissen, so wie wir es machen wollten und ja, bis zum 1-0 hat es auch richtig gut geklappt. Dass wir defensiv gut agiert haben, gut dagegen gehalten, wir haben den Bochumern wenig Raum gelassen und ja, ich hätte gerne mal gewusst, wie es gewesen wäre, wenn wir die Null länger gehalten hätten. Wir müssen schauen, dass wir zu Hause unsere Punkte holen. Das hat uns letztes Jahr ausgezeichnet. Da müssen wir wieder hinkommen.
aber ich bin richtig guter Dinge. Auf dem Spiel heute, die ersten 60 können wir aufbauen und so werden wir jetzt auch, denke ich, die nächsten Spiele bestreiten und dann hoffentlich mit den Punkten. Das nächste Spiel ist immer das Wichtigste und ist halt gegen Schalke nächste Woche. Ich denke, das ist auch ein besonderes Spiel, ein Highlight für viele, für alle und da freuen wir uns drauf.